Ja, hallo, moin meine Lieben, ich grüße euch. Nachdem ich jetzt wieder für ein paar Tage ja, offline war, weil es mir wieder nicht so gut ging, ja, wollte ich mich mal wieder kurz zu Wort melden. Ja, die DFL hat ja vor kurzem die Finanzlage aller Bundesligisten oder auch Zweitligisten offen dargelegt. Und bei uns kam ja ein Minus von 18,315 Millionen zustande. Wie sich das zusammensetzt, wollte ich euch hiermit ja, gerne einmal erläutern. Und zwar das reine Rohergebnis, so nennt sich das, liegt bei 114.896. Personalaufwand minus 76.000 und ein paar zerquetschte. Die Abschreibung auch minus natürlich 23.000 und ein paar zerquetschte. Sonstige betriebliche Anwendungen, das sind 35.000. Beteiligungsergebnis, keine Ahnung, was das ist, aber das liegt nur bei 985. Keine Ahnung, das ist wohl Druckerpapier oder was, ich weiß das nicht. Ja, das Finanzergebnis selber, so steht es hier, liegt bei minus 1.778. Ja, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag haben wir aber ein Plus von 6.000, oder sind das Millionen? Ist da überhaupt ein Komma? Nee, nee, bei dem anderen sind es 100.000. Und das sind auch nur 1000, also hier ist kein Komma. Nee, nee, sind also keine Millionen. 6.465, Entschuldigung. Ja, und das Ergebnis nach Abzüge aller Steuern, ja, da das knallt richtig rein. Ja, da sind wir dann bei minus 16 Millionen, fast 17 Millionen. Ne? Hinzu kommen noch sonstige Steuern, also Steuern sind nicht gleich Steuern, dann kommen noch andere Steuern obendrauf. Ist auch nochmal, ja, 1500, so ein Monatsgehalt für den einen oder anderen unter uns. Ja, so, und das ist dann halt, ja, der Jahresüberschuss oder halt auch nicht. Und der liegt halt bei uns bei minus 18 Millionen und 315.000. Ist jetzt ein bisschen alles durcheinander. Ich kann euch den Link ja mal gerne gleich in die Kommentare ballern und dann könnt ihr euch das nochmal selber angucken. Und ja, ist halt ganz interessant, weil dann auch alle Bundesligisten halt dabei sind, ne? Ja, was gibt es sonst noch zum FC zu sagen? Angeblich kommende Woche soll wohl Dennis Hussein Basic von den Kickers Offenbach bei uns dann unterschreiben für eine kleine fixe Ablöse von 50.000 Euro. Ja, was da jetzt so lange gedauert hat, keine Ahnung, Banane, aber das wird jetzt halt so geschrieben. Hinzu kommt noch, dass unser Zweitmannschaftsstürmer, also aus der zweiten Mannschaft, der gute Florian Dietz bei uns verlängert hat und er bekommt die Möglichkeit, jetzt in der Sommervorbereitung bei den Profis mitzumischen und sich anzubieten. Ja, gut, ich halte viel von ihm. Ich habe mir schon mal so das ein oder andere Spiel halt angeguckt. Da hat er mir ganz gut gefallen. Er hat auch in 18 Spielen in der Regionalliga West 13 Tore geschossen. Ja, der Gute hat sich aber leider zweimal relativ schwer verletzt. Wenn er nicht verletzt wäre, würde ich behaupten, hätte er wohl an die 25 plus Tore geschossen. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil er war echt gut drauf. Ne? Echt gut. Ja, Tendenz läuft bei ihm aber auch hinaus. Sollte sich was ergeben, würde man ihn auch gerne halt in die zweite Liga ausleihen oder vielleicht zu einem möglicherweise Aufstiegskandidaten aus der Regionalliga oder in die dritte Liga halt oder auch dahin zu einem vermeintlich noch besseren Team. Wobei unsere zweite Mannschaft ist da schon relativ stark, bewegt sich halt. Zumindest die letzten Jahre relativ immer mehr oben im oberen Drittel. Ich glaube, vor einigen Jahren wäre man vielleicht fast abgestiegen, aber da konnte man sich gut retten. Das würde so einem Spieler nochmal zusätzlich was bringen, vermeintlich. Aber wenn er bei uns halt Stammspieler wäre und da Erfahrung sammelt und Tore macht, ist das schon sehr gut. Zumal er ja dann auch bei den Profis immer mal mit trainieren könnte. Coach Marc Zimmermann bleibt auch dem FC erhalten. Er hat Rot-Weiß Essen abgesagt oder die wollen ihn doch nicht mehr, wie auch immer. Finde ich auch sehr gut, weil Marc hat echt bewiesen, auch mit Stefan Rutenbeck, der Trainer in der niedrigen Mannschaft da, die beiden halt, die machen das seit Jahren echt, echt hervorragend. Und da können wir einfach froh sein, dass wir diese beiden Herren da haben und unsere jungen Spieler und Talente nach vorne zu bringen, ne? Um vielleicht für die Bundesliga dann mal spielfit zu werden. Es gibt ein neues Gerücht, jetzt nichts Neues zu Pfeiffer, Tietz, Daferner, Jakobs und wie sie alle heißen.
Wie gesagt, das Transferfenster ist eh offiziell erst am 1. Juli offen. Ja, der ein oder andere Transfer kann halt jetzt schon getätigt werden aufgrund von irgendwelchen fixen Ablösen oder vereinslos oder das ist irgendwie so verankert, dass das auch vorher schon geht. Ich erwähne gerne nochmal, weil mein Kumpel Fabio, FC Fabio, schaut gerne mal rein bei ihm. Link ist in der Videobeschreibung, hat mich ja letztens auch erwähnt, dass ich das auch schon erwähnt hatte. Weil Steffen Baumgart sagte irgendwie 3, 4, 5 Spieltage vor Saisonende, dass man schon mit sehr vielen Spielern, also 9 Spielern, sehr weit ist. Sehen wir im Moment nichts, aber kann auch sein, dass das ab Juli, dem 1. halt dann Schlag auf Schlag kommt. Keine Ahnung, ansonsten lassen wir uns überraschen. Aber das neue Gerücht ist halt mal wieder um den Dortmunder Stürmer aus der zweiten Mannschaft, Steffen Tigges. Ja, das ist auch schon heiß besprochen, geht hoch her da. Viele können sich schon vorstellen, dass er dann jetzt doch ausgeliehen wird, weil Rose wollte ihn ja damals nicht abgeben an Baumgart. Rose ist jetzt Geschichte. Vielleicht sehen die Dortmunder das jetzt anders, haben jetzt doch keine Verwendung mehr dauerhaft für ihn in der Profimannschaft. Zumal auch Moukoko, das Welttausendjahrhundert-Talent oder sowas, ist auch nur noch ein kleiner Junge. Ja, was nicht heißt, dass er gut auf seinen Weg gehen wird. Bestenfalls, ne, würde man ihm das natürlich auch wünschen. Aber wie gesagt, wenn wir an Tickets dran wären, vielleicht auch erstmal eine Leihe, vielleicht mit Kaufoption, wie auch immer, was man da rauskriegen kann. Aber als Backup zu Modest oder auch mal für eine zweite Spitze, falls das mit Andersen nichts wert mehr und man ihn auch nicht losbekommt und der Gute halt sich doch wieder verletzt oder ausfällt, dann hätte man da natürlich schon mal eine Waffe. Wobei unser Florian Dietz hat halt auch die Größe, die Köln halt sucht, ne, als Wandspieler und. Also lassen wir uns überraschen. Ja, wie gesagt, Steffen Tigges wird halt gerade im Moment hoch gehandelt. Lass uns überraschen, was dabei herumkommt. Ansonsten gibt es halt so jetzt erstmal nichts Neues. Deswegen mache ich jetzt auch einen Punkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ja, meldet euch gerne. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu diesem Video denkt, zu dem, was ich geäußert habe. Oder lasst gerne den Gruß da. Ansonsten schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Ich hau den Link da einmal rein zu den Finanzen oder auch zu den anderen coolen YouTube-Kollegen da. Ja, die würden sich sicherlich freuen, wenn ihr da halt auch mal reinschaut, ne? Alles klar. Macht's gut.